Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Grimm Legends 3, also grimmige Legenden 3, so. So, wir können hier was machen. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben im Reich der Bienenkönigin. Okay, hier können wir nichts machen. Ich glaube, ich habe einige Puppen, die diese rumliegen gesehen. Ja, eine. Dann müssen wir noch weitersuchen. Was haben wir denn hier? Eine Schere, ein Parfüm. Ein Männchen. Ich denke, Camilla mochte sich vor der Hochzeit nicht selber anschauen. Tja, wir können hier was machen. Sehr schön. Aber sonst noch was wir hier gerade anklicken können. Was denn damit? Neue Aufgabe, verkleide dich selbst als Camilla. Okay. Da, Bild. Puh, wie soll das denn funktionieren? Sieht doch auch so schön genug aus, besser als das Gesicht. Das sieht deutlich besser aus, das Gesicht, als das hier. Hornissenfalle, Schere, Herzsymbol, Schrankfigur. Das funktioniert nicht. Masken. Nein, mit den Masken kann ich nichts anfangen. Schere. Ich geh davon aus, dass wir hier was dran... Lass uns zuerst am Kleid arbeiten. Müssen wir an den Schrank wahrscheinlich erstmal. So. Kleid drauf. Kann ich eigentlich so... Nichts machen, nehmen wir hier irgendwas. Etwas fehlt noch. Strümpfe. Irgendwas. Der Schleier. Also dieses Tuch, was da rumhängt, das fehlt noch. Dann lasst uns schauen, ob wir das irgendwo finden. Hier ist auf jeden Fall eine Vieh. Sehr schön. Dann bringen wir die Puppe erstmal mit hier rein. Dann fehlt nur noch eine. Gehen wir erstmal wieder hier rein. Und zwar da oben. Herzform. Aber da kommt man jetzt so ran, ne? An den anderen, dann braucht man immer eine Leiter oder muss das irgendwie runterholen. Da kommt man so dran, ne? Ist kein Thema. Naja. Ein Diadem. Ich glaube nicht, dass das Diadem hier dran fehlt. Na, hier fehlt halt immer noch so ein scheiß Schleier. Wo kriegen wir denn Stoff für diesen scheiß Schleier? Hätte ich mal drauf gucken können. So, gut. Wir brauchen Taschentuch, Wappen, Lippenstift. Lippenstift. Brauchen wir eine Uhr? Nein. Ja, Löwen. Ein Löwe haben wir hier. Das ist eine Taschenuhr, die brauchen wir nicht. Da ist das... Da ist die Jacke, die wir, glaube ich, wahrscheinlich brauchen. Das ist ein eine Quaste. Brauchen wir eine Feder? Jawohl, eine Feder brauchen wir auch. Ich wollte gerade hier draufklicken, auf die Feder. Bin ich Dödel? Ja, ich bin heute echt Dödel. Das brauchen wir nicht. Also,
Ein Wappen, zwei Wappen. Glas brauchen wir auch, sehr schön. Dann brauchen wir eine Bürste, beziehungsweise haben hier jetzt noch Glas. Letzte Quaste, brauchen eine Maske. Nein. Das soll ein Taschentuch sein? Okay, das war bestimmt auch ein Taschentuch. Wo haben wir denn das letzte Taschentuch? Wo ist das letzte Taschentuch? Wir können ja hier schon mal die Perlen. Das sieht doch eindeutig aus wie eine riesige große Perle. Ah, nein, nicht zurück. Irgendwas, was ich gerade noch so auf Anhieb finde, ohne blöd rumklicken zu müssen. Hier ist die Bürste, Kette, beziehungsweise Perlen. Ah, hier ist die Feder. Da ist noch ein Löwe. Dann fehlt immer noch ein Taschentuch. Ich finde da kein Taschentuch. Wo soll denn bitte hier noch ein Taschentuch sein? Ich würde das hier als Taschentuch bezeichnen, aber das ist ja leider keins. Eine Geige und ein Taschentuch fehlt. Eine Geige? Alter Schwede, wo soll was zum Henker? Das ist schon mal hier nichts. Ich bin gerade wieder echt auf dem Holzweg, wahrscheinlich. Ich gehe gerade alles durch, die ganzen Maserungen gehe ich gerade durch. Aber es ist nirgendwo was zu finden von den beiden Sachen. Wahnsinn. Och Mann. Da, ah, hier ist die Geige. Alles klar. Geige haben wir, jetzt fehlt nur noch ein gammeliges, blödes Taschentuch. Wo zur Hölle soll das sein? Hier müssen wir wahrscheinlich bestimmt nochmal suchen. Hier ist nämlich noch eine Maske. Ich gehe. Obwohl. Ah, ich bin nicht ganz sicher. Aber ein Taschentuch? Das ist ein Schnüffeltuch, das ist kein Taschentuch. Das hier ist irgend so ein Laken. Nein, das ist eine Rolle. Kurz warten. Das ist auch nicht. Hier habe ich auch schon rumgeklickt wie ein Idiot. Echt jetzt? Ein Umhang! Hier dran genäht werden. Etwas fehlt noch. Wie, da fehlt immer noch was. Ja, hier ist Diadem, aber das kannst du nicht dran packen. Strümpfe. Auch nicht. Okay. Was soll denn bitte noch fehlen? Immer noch war, aber was denn bitte?
Warte, hier machen wir schon mal das Dia. Das können wir auch nicht drauf machen. Okay. Alles klar. Ja, manchmal der Text, der da steht, ist sehr interessant. Diesmal nicht. Will die sich nicht erst vielleicht mal ausziehen, dann kann sie auch die Sachen anziehen. Aber ich überlege gerade, was soll denn bitte da fehlen? Ich würde ja jetzt noch sagen, hier diese dicken Umrandungen, die ich jetzt gerade mit dem Pfeil zeige, die könnten ja fehlen. Aber sonst? Ich hätte nie gedacht, dass mich die Jagd auf dem Mond zwingen würde, kleine Prinzessin zu spielen. Oh ja. Haben wir wirklich nichts mehr? Hier vielleicht? Nein, warum nicht? Können wir vielleicht hier was mit der Puppe machen? Die vielleicht zerschneiden. Schamhaare oder was? Und Haare auf dem Kopf hat sie ja hier. Ne? Aus dem pisseligen Haaren will sie eine Perücke machen. Easy. Oder? Oder auch nicht. Das kleben wir jetzt hier drauf als Beinbehaarung. Oh Mann. Ja, irgendwas fehlt da noch, aber die Haare will sie auch nicht akzeptieren. Weißt du, hier, da. Was stand da? Was stand da? Es war ein Versuch wert. Muss etwas Besseres geben, was ich hier benutzen kann. Den Rest willst du ja auch nicht. Den verweigerst du ja auch strikt. Ist wirklich nur hier was zu tun. Ich könnte das Ganze einfach an acta legen. Ad acta legen. Vielleicht könnte es für etwas Nützliches einsetzen. Ja, vielleicht mal hier, um eine Perücke draus zu machen oder sowas. Weißt du, oder immer die Strumpf. Ich dachte, die Strümpfe zieht man mal an. Ah, gut, wir machen das also als Perücke. Ah, sehr schön. Zack. Meine Fresse. Perfect. Let's hope the mother buys it. Also das Gesicht sieht eindeutig noch anders aus, aber sowas von eindeutig. Da hält mich nichts für auf. So, ja, dann kommen wir hier vorbei. You are not my dearest child. Cool. So, dann schauen wir wieder nach. Alles klar, das können wir vergessen. Das können wir auch vergessen. Das ist das Einzige. So, das können wir schon vergessen. Dann haben wir die beiden, die können wir auch vergessen. Das können wir vergessen, also ist das richtig. Und zu guter Letzt können wir diese drei schon mal ausschließen. Dann haben wir noch diese beiden übrig. Hier liegt aber das Ganze vor. Ist das richtig? So, Ende. Tada. Sehr schön. I've built this fortune with my own hands. I worked hard, all for my dearest Camilla. Alles klar, dann würde ich sagen,
Kommt das mal nach da. Der hat ein Buch in der Hand, der hat einen Ring in der Hand. Und das kommt nach oben. I secured a future for her. Money, education, power. I even found her a proper match. Immer diese Geldgeinsäcke. Then her maid comes to tell me she has a lover. This would not do. Immer diese Geldgeinsäcke. Ja gut, dann würde ich sagen, das kommt schon mal nach da. Das ist ja irgendwie ziemlich einfach. Dann kommt hier eine Fliege dran, hinten für den Rücken. Hier der Beutel. Die Waffe kommt eventuell dahin. Das kommt nach. Nein, das kommt nach da. Ah, warte mal, das. I pushed her soon-to-be husband Alonso to get rid of this Gabriel. I wanted her to live happily ever after. Now I see it wasn't the life she wanted. Alles klar. Das kommt schon mal nach oben für die Perücke. Dann haben wir. Haben wir diese Feueregge hierfür? Warte mal, ne, das kommt hier in die Hand. Da ist ja auch dieses Zeugs da, ne? Dann haben wir hier den Schuh für da. Dann haben wir das Bild da. Hier kommt ein Beutel hin. Hier haben wir ein Stück Schnur. Ah, warte mal. Irgendwas stimmt da noch nicht ganz. Wahrscheinlich so hin, dass so dann so. I thought I did it all for her, but now I realize that it was all for myself. Ja. Und dann würde ich sagen, Maske ist. If she's still alive, save Camilla. You're my only hope. I have everything I need to deal with the Koshmar. I should check up on Solomon. Ja gut, wir haben jetzt die Sache wieder abgelegt, wir sind also wieder ganz normal angezogen. Ich schau mal ganz kurz nach, wir können also jetzt dahin gehen. What happened here? Wow. Where's Solomon? Ja, überprüfe das Ganze. When did it get so cold? I have a bad feeling about this. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da hoch. Kapitel 5, das Tor. Ich gehe davon aus, dass dieses Tor gemeint ist. Some isolined Marskraith must have abducted Solomon and taken him to the necropolis. Eiszapfen. Ja, die schöne Eiszeit. Das war noch eine Zeit, meine Güte. Eine Bärenfalle. Können wir die vielleicht irgendwie aktivieren mit Eiszapfen? Mit? Nein. Unter dem Eis könnte ich es. Nee, da ist was unter dem Eis. Könnte ich es herausschlagen? Dann nehmen wir mal die Eiszapfen. Okay, dann nicht. Dann nehmen wir uns das Ding hier. Tada! Eine. Ein Kabelschneider. Okay.
Kabelschneider vor allem, ne? Schuhe, eine Lampe, genau, alles was man braucht. Den Fächer lassen wir mal liegen. Frische Luft brauchen wir nicht. Ein Samovar. Ich könnte eine Pause von all dem Chaos gebrauchen. Eine Tasse Tee wäre da genau das Richtige. Läuft. Aber erstmal hier. Das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert auch nicht. Ah, müssen wir erstmal abmachen. Okay. Ah, also ganz klein machen. Ja, dann. Eine Tasse Tee. Ja, ganz toll. Kippen wir das mal darunter, ne? Machen wir hier Feuer an. Ich habe es halb geschafft. Jetzt muss ich es nur noch anzünden. Ist doch angezündet. Was willst du denn? Hä? Vielleicht mal Tee reinpacken, ja, dann läuft das Ganze vielleicht. Das Wasser kocht, ich brauche etwas, wo ich es hineinschütten kann. Schuhe. Ja, die müssen wir uns jetzt besorgen, die Sachen. Wir gehen einmal gucken. Wo? Da. Zum Marktplatz. Das nehmen wir uns mal mit, dann machen wir uns mal eben Tee. Wir haben ja gerade nichts anderes zu tun. Solomon ist verschwunden. Und wir machen uns Tee. Kann ich aber nur empfehlen, Tee ist gut. Kochendes Wasser. Vielleicht mal hier drüber. Schwupp, leer. Ein Schwert ist es nicht direkt. Wer könnte die Schlüssel haben? Ich habe Kabelschneider, das geht. Nein, keine Ahnung. Eine Brücke aus Eis über den endlosen Abgrund. Dafür muss ich mich vorbereiten. Hat er vielleicht den Schlüssel? Da. Genau, das bisschen hat bei dem Schwert geholfen, oder was? Ja, ganz toll. Gut, ja dann haben wir hier einen Schlüssel. Die Stadtwachen haben sich für einen schonungslosen Kampf gegen den Koschmar vorbereitet. Wow. So viel? Wow. Die ist aber sehr kaputt gerade. Hä, soll die jetzt hier dran? Ah, als... Und dann mit dem Draht fest. Alles klar, damit man Schneeschuhe hat. Solomon, stay still. Let me help you. The incarcerary stone. It's yours, Koshmar. All these years of imprisonment are over! Now, kill her! I live to serve. Solomon, no! Dialoge, Alter, ja, welchen nehme ich denn? What about our mission? What about Gabriel? He was right all along. Why reject this power? We should embrace it. Ich bin sowieso in Dialogen schlecht gewesen. You're a member of the Order. You can fight this. I gave my life to the Order. And what has it ever done for me? Solomon, it's me, Sylvia. You don't want to do this. Oh, Sylvia, you should have died long ago. You just don't remember.